Hey Leute, Sascha Wasrich hier. Mir geht's richtig scheiße. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Halsschmerzen, mich rotzt raus, mein Bein schmerzt, aber heute kommt der neue Drucker. Nichts kann mir die Stimmung versauen und auf den warte ich. Warte ich. Bisher habe ich auf den alten Epson-Drucker, also nicht alt, sondern auf dem Epson-Drucker gefilmt. Gedruckt. Natürlich gedruckt. Ja, die Qualität ist nicht so gut. Und heute kommt den neu kennen. Wird geil. Ich freue mich wie Sau. Das Regal hier müssen wir allerdings dafür umbauen. Weil hier kommt der Drucker rein und der muss ausgezogen werden. Und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Aber es muss gemacht werden. Wird dann aber ein anderes Video. Jetzt schauen wir erstmal, wann der Drucker kommt. So, 9:30. Endlich in Zustellung. Ich habe jetzt echt schon gedacht, das kommt nicht mehr an. Das wird nicht mehr, weil hat ewig gedauert. Aber es ist in Zustellung und jetzt, boah, jetzt muss 9:30. Zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr soll es ankommen. Also in frühestens 2 Stunden. Eine Banane essen werden, warten. Soll ja sehr gesund sein, wobei die sind schon ziemlich braun. So, mal ein bisschen Zeit vertreiben, Lego sortieren, kann man wieder was mit Brickling einsetzen. Seit 10 Minuten läuft das Zeitfenster für die Paketzustellung, also seit 11.30 Uhr soll es hier ankommen und jetzt haben wir es 11.40 Uhr. Ich hoffe, ich warte und hoffe darauf, dass es endlich ankommt, dass der Drucker kommt. Ich stehe hier schon sehnsüchtig am Fenster. Pizza ist bestellt, die gibt es dann gleich zum Essen. Ich hoffe, währenddessen kommt er nicht, weil sonst wird die Pizza kalt, das wäre doof. Das Ding ist massiv. Take a little knife. Ein kleines Unboxing. Nicht wirklich. Haben wir da Patronen. Da haben wir Kabel. Oh. Oh. Like a man. Oh. Was für ein Monster. Das Ding hat es echt in sich. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, wie hier im Kabel. Das ist natürlich echt nervig, dass da jetzt ein amerikanisches Kabel dabei ist. Hätte er auch schreiben können, dass Amerika gewonnen hat, oder? So ein Idiot. Aber gut, ich werde mal das Epson-Kabel holen, weil im Endeffekt sind die alle gleich, ne? Ich habe keinen Unterschied. Die haben nur die Aufnahme. Schauen wir mal. Erstmal weiter auspacken. Puh, hallo Leute. So, wow. Hat mich jetzt einiges an Energie gekostet. Größtes Problem war das amerikanische Modellbau. Ich musste echt erst mit Canon in Kontakt treten, um irgendwie die richtigen Treiber zu bekommen. Denn jedes Mal hat er mir geschrien, dass die UI-Treiber. Let's speak English, it's better than the German. Yeah, I think so. Lass uns wieder Deutsch reden, das ist besser. ja, auf jeden Fall, die UI-Treiber waren die ganze Zeit auf falsch. Konnte nichts machen. Nu funktioniert's. Endlich geschafft. Die Treiber hauen. Ihr merkt auch schon, er druckt. Relativ langsam. Ist aber, denke ich, auch so gewollt. Fördert natürlich auch die Qualität, weil wenn du einfach so drüber huscht. Ja, und jetzt werden wir dann gleich mal einen Vergleich sehen zwischen dem Epson-Drucker und diesem Drucker. Und ich kann euch versprechen, das wird gleich wesentlich besser. Denn ich habe da so ein ähnliches Foto, habe ich meiner Mutter geschenkt. Das habe ich gemacht, steht auch zum Verkauf demnächst. Sobald ich das hingekriegt habe, wird dann allerdings auch in Größe erscheinen, ne, A3.
Jetzt im Moment sind es alles nur Probedrucke. Schauen, dass da mal was rumkommt. Nee, um Gottchen. Naja. So oder so, gleich ist der Ausdruck fertig und dann schauen wir uns die mal an. Puh, so, der nächste Tag. Es hat gestern nicht mehr so ganz funktioniert. Ich habe die Krise gekriegt. Echt ohne Scheiß jetzt. Was war jetzt das Problem? Eigentlich, warum meine Bilder extrem dunkel wurden? Pass mal auf. So, wir haben hier, das ist das, wie es sein sollte. Na? Also das war kam vom Epson raus. Und ja, das ist hier nicht. Moment, lass nur mal kurz hier schauen. Ihr seht schon, ich habe hier Massen ausgedruckt. Das war nicht mal feierlich. Aber da kamen halt auch solche Bilder bei raus. Also irgendwie so überhaupt nicht das, was es sein sollte. Von der Stimmung her ganz seltsam. Ne? Also, ja, jetzt komm halt her hier. So. Ja, keine Ahnung. Ziemlich viel zu dark. Ne? Also viel zu dunkel. Ihr seht jetzt hier unten das, wie es sein sollte. Ne? Also so kam es aus dem Epson-Drucker raus und so kam es auf einmal bei mir raus. Also extrem viel dunkler. Ne? Das ist, wow. Kann zwar auch geil aussehen, ist aber jetzt eigentlich nicht so. Und jetzt zum Schluss habe ich dann auch endlich hingekriegt, dass es ordentlich wurde. Und jetzt habe ich mir die Bilder verrutscht. Scheiße. Also es ist immer noch nicht so hell, weil ich habe auch jetzt dann zum Schluss ein bisschen was verändert. Ihr seht schon, leicht ausgewaschen hier oben drin. Na? Und ich habe dann hier jetzt auch geschaut, dass ich die Dynamik wieder ein bisschen reinbringe. Das war dann auch extrem ausgewaschen bei mir. Na? Also wenn man sich dagegen dann wieder dieses Bild hier anschaut, seht ihr, das war schon extrem verwaschen. Also da, wow. Na? So war Epson und das war dann auf einmal hier auch unter anderem Canon. Also, wie habe ich das gelöst? So, pass auf. Ich habe die automatische Farbeinstellung von Epson rausgehauen. Habe auch manuell gestellt. Denn unter anderem hatten wir dann so eine ganz unnatürliche Dynamik. Ne? Also, wow, scheiße. Das sieht null gut aus. Also, überhaupt nicht mal. Ja, viel Ausschuss, bis ich das Ding jetzt richtig in den Griff bekommen habe. Jetzt funktioniert es, jetzt rockt's. Und ja, ich bin happy. Ich bin happy. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, subscribed, abonniert. Ihr kennt das ja. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.